Wir müssen allerdings über zeitgemäße Webserver-Konfiguration sprechen. Wer hat schon einmal einen Talk von uns gesehen? Wiederholungstäterinnen. Die sind alle nur wegen der Schoki da. Genau. Die wissen, warum sie gekommen sind. Also für all jene, die uns zum ersten Mal sehen, ihr dürft jederzeit gerne immer und überall Fragen dazwischen stellen. Wir müssen sie dann wiederholen, damit es auch auf dem Recording auch drauf ist. Und dafür, dass ihr Fragen stellt und uns bloßstellt, weil wir wieder irgendwas nicht wissen oder ein Akronym nicht erklären können, gibt es als Belohnung Schoki. Genau. Wir haben für Fragen, nicht für gute Fragen oder für schlechte Fragen, es gibt für Fragen Schoki. Leider keine Schokoschirmchen, wir haben nämlich Schokoschirmchen-Klüpse. Genau, ja. Also. Das heißt, diesmal sind es Duplos und Kinderriegel geworden, beziehungsweise für die veganen Besucherinnen und Besucher haben wir auch Notfall-Oreos. Also genau. Dann servieren wir mal, ne? Dann servieren wir mal. Servieren wir Mahlzeit. Mal. Genau. Also, Webserver, die sprechen da mit Clients, so Browser zum Beispiel, und die sprechen da diverse Protokolle heutzutage. Wer hat eine Idee, was für ein Protokoll so Webserver sprechen? Einfach rausrufen. HTTP, ja. Hipster. Wir sind zu alt für solche Sachen. Genau, HTTP zum Beispiel, das Hypertext Transfer Protocol. Kurzer geschichtlicher Roundup von dem Ganzen. Es begab sich 1991. Und nein, es gibt diesmal keine Musik. Genau. Im Kino lief damals das Schweigen der Lämmer. 1991 am CERN entwickelt von Sir Tim Berners-Lee, HTTP 0.9, wurde dann relativ schnell abgelöst durch HTTP 1.0, das war dann schon 96 und wurde damals auch in RFC 1945 als IETF-Standard released. 1996 ist auch noch etwas anderes an Protokollen rausgekommen. Wer hat spontan eine Idee? Nein. No. Aber im Prinzip einmal ein brauchbarer Einwurf. Genau. SSLv3. SMTP ist älter. SMTP ist deutlich älter, ja. SSLv3 ist rausgekommen. Das sind wir inzwischen wieder losgeworden, das ist auch gut so. 99 kam dann HTTP 1.1. Da war das RFC schon etwas umfangreich mit 176 Seiten. Ach, da war irgendwas im Kino mit Star Wars, das ist eigentlich gar nicht... Fanfiction. Ja, darüber reden Fanfiction. Wir nicht. Darüber reden wir nicht. Hm? Welches Akronym hast du jetzt nicht verstanden? RFC, Request for Commons. Ah ja, ich verstehe, okay. Wir haben keinen Schokoengel, deswegen müssen wir selber laufen. Wir versuchen seit Jahren Schokoengel zu bekommen von den Orgas, aber... Kein Personal vorhanden. Was ist noch 1999 rausgekommen, außer Fight Club? Also Protokolle jetzt. Ich weiß es. Du bist befangen. Ich sag mal ein bisschen ein. TLS 1.0. Genau. Ist also auch schon ein bisschen älter. Ist auch schon ein bisschen älter. Hat aber ein wichtiges Feature mitgebracht, nämlich mehrere HTTPS-Seiten auf einer IP-Nummer. SNI? Nein, Server auf einer Legacy-IP. Auf einer Legacy-IP-Nummer damals, ja. Ging dann weiter mit TLS 1.1 mit einigen Verbesserungen und kryptografischen Fails, die in 1.0 drinnen waren, die ausgebessert wurden 2006. Und 2008 kam dann schon TLS 1.2, das ist auch die momentan noch gültige aktuelle Fassung von TLS, also Transport Layer Security. Jetzt, ja, okay, passt schon. Gut. Mit der Zeit sind die Leute draufgekommen, dass HTTP irgendwie schon eher langsam wird mit diesen ganzen modernen Ajax-Applications und Webdingens. Google hat dann versucht, im Alleingang diese Probleme zu lösen und hat in Eigenregie einmal das Speedy-Protokoll erfunden. Inklusive Sicherheitsproblemen. Inklusive Sicherheitsproblemen, das gehört zu allen guten Protokollen dazu. Speedy ist im Gegensatz zu HTTP kein textbasiertes Protokoll, sondern ein Binärprotokoll. Setzt auch TLS voraus, also Speedy bekommt ihr nur, wenn ihr HTTPS verwendet. Das ist prinzipiell ja gut. Und hat einige Probleme, die halt HTTP 1.1 sich prinzipiell mal als Idee und Lösungsversuche zum Beschleunigen ausgedacht hat, dann irgendwie mal in funktionierend implementiert. Und da hat man dann auch sehr schnell gemerkt, dass dieses Protokoll wirklich schneller ist. Prinzipiell allerdings immer noch ein proprietäres Protokoll, wurde aber im Laufe der Zeit eigentlich von allen Browsern, also Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari und so, wirklich implementiert.
Was bei Speedy schön war, was am Anfang niemand geglaubt hat, war ja, dass HTTPS und Speedy schneller ist als Plain HTTP mit Plain Text. Mit Klartext. Mit Klartext, ja. Danke. Also das erste Mal wurde gezeigt, so HTTPS-Verbindungen, wo es immer hieß, die sind langsam, wurde damit erstmals wirklich schneller als eine Klartextverbindung. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Nachdem es aber ein proprietäres Protokoll war und das Netz eigentlich das noch so nicht gerne mag. Genau. Hat sich die IETF 2012 im Februar dann dazu entschlossen, die Führungsrolle dafür zu übernehmen für ein neues Protokoll, das HTTP 2 werden sollte und prinzipiell auf Speedy 2 aufgesetzt hat. Also mit diesem Designvorschlag ist man ins Rennen gegangen und hat daraus dann das HTTP 2 entwickelt. Die Ziele davon waren eben, die vorhandene Bandbreite besser nutzen zu können. HTTP hat das Problem, es wartet die meiste Zeit auf irgendwas, nämlich meistens auf die andere Seite und nutzt nicht die vorhandene Bandbreite, um Dinge zu übertragen. Die Bandbreite soll fairer genutzt werden im Vergleich zu anderen Protokollen. HTTP mit sehr vielen Verbindungen ist recht greedy und gierig und schnappt sich sehr viel davon und andere Protokolle haben das Nachsehen. Es ist relativ modern, das heißt, es geht vor allem mit diesem ganzen Ajax-dynamischen Zeug, WebSockets relativ entspannt und gut um und auch schnell. Genau. Und es hat natürlich, was sie sich auch überlegt haben, das ist halt bei der IETF zum Glück meistens der Fall, sie haben sich einen vernünftigen Upgrade-Pfad überlegt, das heißt, ich kann HTTP 2 aktivieren, ohne jetzt HTTP mit meinen klassischen Anwendungen irgendwas kaputt zu machen oder dass irgendwas nicht funktioniert. Genau, also ein sanfter Upgrade-Pfad war auch das Ziel, dass man eigentlich relativ leicht von 1.1 auf 2.0 umsteigen kann oder 2, ich heiße nicht 2.0, ja. 2. Gibt es auch einen riesigen Stapel RFCs zu HTTP 2, da gibt es vom letzten Jahr einen Talk von uns, wenn ihr euch mit HTTP 2 nochmal genauer auseinandersetzen wollt. HTTP 2 setzt auch, so wie Speedy, HTTPS voraus. Also ja, in der Spezifikation gibt es eine Variante, die ohne Verschlüsselung auch auskäme, allerdings gibt es keinen Browser, der das implementiert. Also wenn ihr HTTP 2 liefert, werdet ihr immer HTTPS verwenden müssen, weil kein Browser HTTP 2 mit Plaintext spricht. Gibt es einfach nicht. Das ist auch in der Realität schon angekommen. Also wenn ihr irgendwie einen Firefox 36 oder Chrome 40 oder einen Safari 9 einsetzt, die können alle schon HTTP 2 und auch Internet Explorer in der Spartan-Version, Internet Explorer Edge unter Windows 10, kann das auch schon. Hören sagen, das haben wir nicht ausprobiert. Ja, also Gerüchten zufolge. Gut. Ja, und ansonsten also die Geschichten mit TLS, also mehrere Hostnamen auf eine, ja, das ist ja alles noch dabei. HTTP 2 braucht TLS 1.2 und da sind natürlich alle aktuellen Dinge wie mehrere Hostnamen auf einer IP oder einer Legacy IP bereits ganz problemlos machbar. So, das heißt, wir kommen jetzt eigentlich, nachdem wir jetzt die Protokolle quasi abgefackelt haben. Genau, na, das weiß das Publikum ja eh schon alles, das war ja nur eine kurze Wiederholung. Und damit wir nicht zu viel Schokolade nach Hause tragen müssen. Szenarien. Was sind so Szenarien, um eine moderne Webserver-Konfiguration machen zu müssen? Entweder ihr habt noch gar keine Webseite und ihr hättet gerne eine Webseite und wollt das gleich ordentlich mit HTTPS machen. Das ist der Idealfall, da gibt es nichts an Legacy und Klumpert zu berücksichtigen. Oder ihr habt schon eine Webseite mit HTTP und wollt auf HTTPS upgraden. Auch da gibt es dann einiges zu bedenken, aber das wäre auch ein Szenario. Es gibt auch Leute, die eine HTTP-Webseite haben, eine neue launchen, so wie der Guardian letztes Jahr oder der Kurier letzte Woche und die auf das HTTPS komplett vergessen. Vergessen ist jetzt aber die schöne Formulierung. Ja, der Kurier leitet explizit dann downgraded von HTTPS auf HTTP für eine Plaintext-Verbindung. Also das ist so. Ich fällt das sicher ein, wie damit man das nennen kann. Damit UPC die Kurierwerbung gleich dadurch UPC-Werbung ersetzen kann. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, ja. Oder die dritte Variante, die so als Szenario im Raum steht, ist, ihr habt schon eine Webseite mit HTTPS und ihr wollt das HTTPS mit einem besseren S ausstatten, damit das S nicht für Smells Funny steht, sondern eher für wirklich secure und speedy und schnell und alles Mögliche. Genau. Ja. Was ist die Motivation dahinter? Warum solltet ihr heutzutage eine Webseite mit HTTPS machen wollen und das Ganze auch noch in schnell? Vorschläge? Wieso nicht? Genau. Gute Antwort. Genau. 2016.
Ja, die Antwort, die gegeben wurde, war, wieso nicht? Das ist korrekt. Weitere Gründe wären natürlich, außer, bitte, wir haben 2016, ja, dass eben HTTPS heutzutage schneller ist, dass Zertifikate kostenlos zu bekommen sind für alle und dass es vor allem auch moderne Browser-Features, wie zum Beispiel die Geolocation, die ein Browser abfragen kann, nur noch über HTTPS gibt. Chrome 50. Und Google rankt es besser. Ja, ja. Kinderriegel oder Duplo? Genau, also Chrome 50 zum Beispiel, wenn Chrome 50 nach der Geolocation fragt, kriegt die Webseite nur noch eine Antwort, wenn das auch über HTTPS passiert. Das wird in Zukunft auch für mehr Sachen gelten, wie zum Beispiel die Lagesensordaten von eurem Handy. Akkuinformation kann man auch als Webbrowser abfragen, also eine Webseite weiß, wie voll oder leer euer Handy ist. Den Bewegungssensor könnte man zum Beispiel benutzen, um festzustellen, ob jemand gerade ein Auto einparkt, oder? Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder Passwörter mitschreiben beim Tippen. Oder eben viele andere HTML5-Features gibt es nur noch über HTTPS. Was brauchen wir, um so eine Migration oder eine neue Installation vorzunehmen? Ja, man braucht einmal einen Stand der Dinge. Einen Stand der Dinge. Status quo. Nicht die Band. Nicht die Band, genau. Sondern mal schauen, wie schlimm ist es denn mit meiner Webseite, wenn ich denn schon eine habe. HTTPS und auch TLS entwickeln sich sehr schnell weiter. Da passiert ganz viel mit neuen Sicherheitslücken, die immer wieder gefunden werden. Das heißt, das ist auch nicht so, ich pappe das einmal hin und dann ist das super. Da haben wir ein schönes Beispiel irgendwann später noch mit, ich mache das einmal und schaue das dann nie wieder an. Sondern das ist regelmäßig testen. Regelmäßige Arbeit, Sys-Admin-Arbeit. Ja. Nicht DevOps, Sys-Admin. Genau. Und wenn ihr wisst, wie ihr das Zeug testen könnt, wisst ihr natürlich dann auch nachher besser, wie ihr Fehler beheben könnt und neue Sicherheitslücken fixen könnt. Und dazu gibt es ein paar sehr schöne Tools, die wir euch jetzt zeigen wollen. Ein paar kennt ihr vielleicht schon. Sie sind alle sehr bunt. SSL Labs, eines der bekanntesten Tools. Kennt ihr vielleicht eh schon, ganz kurze Wiederholung. Ihr geht auf diese Webseite, tragt dort ein, welche Webseite ihr testen wollt, zum Beispiel eure eigene. Man kann aber auch eine beliebige andere nehmen. Genau, also zum Beispiel die von Zulieferern, Freunden, Bekannten oder von der Konkurrenz. Trägt das dann ein, dann rödelt diese Webseite ein bisschen herum und ich bekomme dann einen kleinen Report, wie schlimm oder wie gut mein HTTPS eigentlich ist. Das ist so der obere Teil des Testberichtes, da ist die Executive Summary, das TLDR drinnen. In Bund und in amerikanischen Schulnoten. Genau, also so A bis F. Und ist in vier ganz einfache Bereiche gegliedert. Prinzipiell alles, was kein A oder A plus ist, ist heutzutage eigentlich nicht mehr akzeptabel für einen Webserver oder für einen anderen Dienst. Unsicher eigentlich. Und an sich auf jeden Fall unsicher. Genau. Ist in vier einfache Bereiche geteilt. Wir haben diese vier Balken. Der oberste Balken ist das Zertifikat. Ist euer Zertifikat A gültig und B konnte es überprüft werden? Und da gibt es keine Ausreden mehr. Wir haben Let's Encrypt und damit kann jeder kostenlos ein gültiges Zertifikat, das den Balken von links bis nach rechts grün macht, kostenlos bekommen. Kostenlos, genau. Da gibt es auch nur zwei Zustände, entweder es ist gültig und kann überprüft werden oder es ist broken oder nicht. Genau. Der Balken drunter ist der Protokollsupport, da geht es eben um diese SSL- oder TLS-Protokollversionen, SSL V2 und V3, gar nicht mehr, alles was SSL ist, ist kaputt, deswegen nur mehr TLS 1.0, 1.1 und 1.2, das ist der zweite Balken. Der Key Exchange, das sagt aus, wie gut sich der Server und ein Client die Verschlüsselung aushandeln, das heißt, in welcher Qualität reden die miteinander, um sich da was auszumachen. Und die Cipher Strength sagt dann aus, was handeln sie sich dabei aus? Wie gut ist die Verschlüsselung, die zum Schluss dabei rauskommt? Und welche Eigenschaften hat die? Da wird auch noch etwas drauf eingegangen. Es gibt dann immer wieder unten ein paar so lustige gelbe, grüne, orange, rote, blaue Balken, die auf gewisse Dinge, Fehlermeldungen und Warnungen hinweisen. Aber da haben wir ja dann noch ein paar schöne Beispiele. Da haben wir ein paar schöne Beispiele und an dieser Stelle herzlichen Dank an die Personen, die den Webserver von den Linux-Tagen administrieren. Erstklassige Arbeit. Sehr schön. Genau. Ja, das wäre das, wo ihr jetzt applaudieren dürft. Ganz wunderbar. Sehr gut, dass du wieder aufgeweckt. Danke. Ja, alle wieder munter. Sehr schön. Jetzt ist die Seite ist aber länger, hast du gesagt. Genau, die Seite gibt einen unglaublich langen Report ab.
Da sehen wir ganz viele Dinge. Ganz oben gibt es da so grundlegende Infos zum Zertifikat selber. So, da wird ein RSA-Schlüssel verwendet und wie lang ist denn der und wo, für welche Domains gilt das Ganze. In dem Fall kann man sich durchlesen, gibt es viele Infos dazu. Wir werden jetzt da nicht genauer drauf eingehen. Ihr seid alle des sinnerfassenden Lesens mächtig. Und das stellen wir euch einfach mal. Da kann man sich auch noch dann genauer die Details anschauen und wie dieses Zertifikat überprüft wurde. Das heißt, die Trust Paths, die es gibt für das Zertifikat, so es denn mehrere gibt, werden alle angezeigt und ausgewertet. Weil da kann man auch in der Server-Config ein bisschen was kaputt machen. Und ja, ja, also bei Webservern kann man generell an allen Ecken und Enden etwas zerkonfigurieren. Die Protokolle werden natürlich auch angezeigt, ganz einfach. TLS 1.2 sollte man heutzutage auf jeden Fall unterstützen, deswegen wird das auch grün und positiv hervorgehoben. 1.1 ist gerade noch erträglich und okay, 1.0 ist eigentlich so, rechnet damit, dass das heuer kaputt geht und SSL scheidet ganz aus. Kurz zur Verdeutlichung, die TLS-Ampel. 1.2 ist super, damit kann man arbeiten. 1.1 und 1.0, das ist eigentlich nur noch für Legacy-Clients und alten Krempel. Alles, was SSL ist, ist ganz kaputt. Eine Frage aus dem Publikum. Das kommt auf deine Kunden an oder deine User. Die Frage war, ob man TLS 1.0 schon abdrehen kann. Die Frage ist immer wieder, die Antwort ist immer wie immer, kommt drauf an. Prinzipiell, wenn du Webseiten hast, wo du deine Clients sehr genau kennst, und weißt, die können alle TLS 1.2, dann ja, dreh es ab, dreh auch 1.1 gleich ab. Wenn da nur noch ein paar dabei sind, die nur TLS 1.0 können, motiviere doch diese Personen, ihr Klumpert abzugraden. Oder kauf ihnen ein neues Handy. Zum Beispiel, oder zumindest installieren ein Update vom Browser. Ansonsten, wenn du dein Publikum gut kennst und sagst, ja, ich habe eh keine Clients mehr, die nur noch TLS 1.0 oder was Altes sprechen, ein paar Statistiken über den eigenen Server und die Zugriffe zu haben, hilft. Prinzipiell, ich würde dazu raten, schon mal sich das genauer anzuschauen und tendenziell 1.0 abzudrehen und 1.1 auch gleich, weil es gibt keine Clients, die nur 1.1 können, aber nicht 1.2. Also vielleicht irgendwelche ganz seltsamen Dinge. Na, im Zweifelsfall gleich beides. Ich kenne welche, aber das noch eine Frage. Ja, das ist für die PCI DSS, also für wiederholen. Genau, also es war keine Frage, es war ein Einwand, dass genau zahlungsdienstleistende Seiten und Übertragungen ab Juni TLS 1.2 voraussetzen. Das wird auch schon wieder aufgeweicht von der DSS, also aber wenn ihr mit Payment Backends oder so zu tun habt, solltet ihr auf jeden Fall jetzt auch schon TLS 1.2 können und auch die andere Seite dazu motivieren, 1.2 zu reden. Da gibt es Regulatorien und Vorgaben dafür, dass die das voraussetzen werden demnächst. Gut, ja, und TLS 1.3 haben wir da schon mal pro forma ein bisschen hingeschrieben. Das erreicht uns wahrscheinlich heuer noch, wenn alles klappt. Und das werden wir dann auch hoffentlich gut unterstützen. Was gibt es noch zu sehen? Euer Webserver wird ganz, ganz viele verschiedene Arten von Cypher-Suiten, also eine Kombination aus Handshake und Krypto und allem Möglichen und Authentication unterstützen. Die Webseite listet euch dann ganz genau auf, welche das sind, in welcher Reihenfolge sie verlangt werden, welche Elliptic-Curves zum Einsatz kommen. Kommen wir hier bei der Config nochmal hin. Genau. Prinzipiell hier im Bericht kommen die IANA-Cypher-Namen zum Einsatz, die von OpenSSL heißen, immer ein bisschen anders, aber es gibt Übersetzungstabellen, wo ihr dann nachschauen könnt. Ein ganz praktisches Feature von dem Test ist die sogenannte Handshake-Simulation. Da zeigt euch das Ding, was würde denn ein Android Something oder ein OpenSSL oder ein Firefox oder ein Internet Explorer mit eurer Webseite sprechen bei einem Connect, ohne dass ihr das selber austesten müsst. Und da will man durchaus ein paar rote Zeilen drinnen haben. Genau, also da ist eine Zeile rot, Internet Explorer 6 auf Windows XP, der kann einfach nicht mehr connecten, der kann aber auch mit nichts anderem mehr connecten und ihr wollt auch nicht, dass irgendjemand mit einem Internet Explorer auf eure Webseite noch verbinden kann. Also so eine rote Zeile ist nicht schlecht, sondern ein Qualitätsmerkmal. Ja? Genauso zum Beispiel bei Java, da gibt es auch sehr viel generell, Java-Krypto ist ganz, ganz, ganz schlimm und problematisch. Zum Glück gibt es keine Webbrowser, die in Java geschrieben sind, die irgendeine nennenswerte Verbreitung haben. Bei Machine-to-Machine-Kommunikation schaut das leider anders aus. IoT? Ja, da schaut das ganz schlimm aus. Also
da muss man sich halt dann genauer anschauen, wie das ist. Aber das wird auch keine öffentliche Webseite sein, die davon benutzt wird. Es gibt ja noch ganz viele andere Details, die in diesem Bericht vorkommen. Gute Dinge werden ganz schön grün hervorgehoben und ganz viele informative Dinge. Also ihr könnt ganz, ganz viel über diese Webseite und das, was sie unterstützt an Features und tollen Dingen für die Verschlüsselung, euch da anschauen. Und ganz unten gibt es dann noch eine Info, wie sich der Webserver meldet, und der meldet sich ganz brav als Apache und plaudert nicht aus, welche Dinge dann noch installiert sind, so OpenSSL-Versionen, PHP-Varianten und andere grausliche Dinge. Dann zeigen wir ganz kurz ein paar nicht so hübsche Beispiele her. Nein, wir haben vorher noch ein hübsches Beispiel. Da bin ich zwar befangen, aber wenn jetzt, nachdem die Linux-Tage.at-Webseite ja nur Legacy-IP unterstützt, wenn eure Webseite IP und Legacy-IP unterstützt, dann kriegt ihr für jeden IP-Pfad einen eigenen Testbericht, damit ihr eure Konfiguration auch konsistent halten könnt, weil ihr müsst es dann natürlich für beide Sachen korrigieren. Legacy-IP musst du jetzt auch noch kurz erklären. Erklär doch mal Legacy-IP. Legacy-IP ist IPv4, weil es gibt mittlerweile eine RFC, die das definiert. Genau. Das heißt, IPv4 ist Legacy-IP, IPv6 ist mittlerweile IP. Alle neuen RFCs, wenn die von IP sprechen, meinen die IPv6, was in Österreich noch lustig wird. Genau. Was man auch bei der Linux-Tage-Webseite sieht, weil die haben nur Legacy-IP. Solltet ihr noch viel, viel mehr Webserver haben, könnt ihr auch sicher sein, dass eure Konfiguration überall konsistent und damit gleich mies ist. Also das können viele, das können auch sehr viele Webserver sein. Das sind aktuelle Screenshots. Ich hätte auch welche gehabt, wo so listenweise Fs stehen. Aber wir wollen ja aktuelle Daten liefern. Wir sind ja nicht böse. Wir sind nicht böse. Was wäre so das Schlimmste, was bei so einem HTTPS-Test rauskommen kann? SSL3 hören wir da. Was war da hinten noch? RC4. Das wird extra ausgewiesen. Was wäre das Allerschlimmste? Ich habe es schon gehört. Gar kein HTTPS, genau, richtig. Auch dafür haben wir ein Beispiel, das sieht dann so aus. Unable to connect to server. Und da wisst ihr, okay, das ist nur Plaintext. Soll solche Webseiten auch geben. Wenn es zwar prinzipiell HTTPS gibt, aber das ist richtig kaputt, dann gibt es da eben viele Detailinformationen, wo dabei steht, was alles kaputt ist. Das ist ein Live-System. Dies ist ein Live-System. Screenshot. Oh je, da habe ich das geleakt. So ein Pech aber auch. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Ich habe mich bemüht. Im Stream sieht man das eh nicht. Das genau. Passt schon. Also da wird zum Beispiel die Pudel-Attacke bei SSLv3 mokiert noch Pudel. Wer weiß noch, wann das war? Oktober 2014, ja. Und also, um zu zeigen, dass in dem Test dann auch kaputte Dinge wirklich sehr schön hervorgehoben werden. Das heißt, ihr könnt das auch gleich sehen, was ihr fixen müsst. Zum Beispiel das Zertifikat von dem Server ist seit 7 Jahren abgelaufen. Ihr könnt das nicht übersehen. Auch da gibt es also wirklich, wenn was kaputt ist, ihr seht das gleich, testet und fixt eure Config. So, passt. Was kann man noch machen, um einen Webserver zu konfigurieren? Eine Frage, ja? Was die tun? Also die? Gar nichts. Andere weist man darauf hin und die fixen das dann. Die wurden auch darauf hingewiesen, die arbeiten noch dran. Okay, wir haben noch 15 Minuten. Nur während der Abendstunden. Genau, also wir müssen ausmachen. Ja, du plauderst immer so gern. Andere Dinge, die wir bei Webservern konfigurieren können, die gerne übersehen werden, sind die HTTP-Response-Header. Die können wir nämlich auch machen. Da gibt es praktischerweise eine Webseite dafür, mit der man das testen kann. Securityheaders.io. Ein bekanntes User-Interface? Ja, sieht ähnlich komplex aus. Webadresse eingeben, Scan drücken, kurz warten. Kann dann mal heißen, okay, die setzen überhaupt keine Security-Header. Da müssen wir noch eine Mail an die Cyber-Staatssekretärin schicken. Ja, geht besser. Aufpassen bei der Seite, die unterscheidet zwischen HTTP und HTTPS, weil ihr könntet ja unterschiedliche Header liefern. Standard-Header, die ihr für Security-Sachen mitliefern solltet heutzutage, wären X-Frame-Options, das heißt, ob eure Webseite in ein Frame-Set eingepackt werden darf von dem anderen.
Üblicherweise will man das nicht oder ob es überhaupt irgendwie iframes verwenden darf. Mögliche Werte sind deny, also gar nicht, same origin, eigene nur von der eigenen Seite oder eben allow from, wo ich explizit andere angeben kann. X-Content-Type-Options gibt es nur einen Punkt, einen Parameter, der heißt no sniff. Das heißt, ein Webbrowser ist dazu angehalten, ein Bild, das als JPEG daherkommt und meint, das ist aber kein JPEG, sondern JavaScript und das führe ich jetzt aus, nicht auszuführen. Also ihr wollt das mitliefern. Und Cross-Site-Scripting-Protection, also Schutz will man eigentlich auch haben. Ne? Genau, die kann man abdrehen, das will man nicht. Punkt ist, das sind halt Features, die muss der Browser dann auch verstehen und implementieren. Ne? Genau, alle aktuellen Browser unterstützen das. Das wollt ihr mitliefern. Das kann dann zum Beispiel so ausschauen, ein paar davon werden zum Beispiel bei den Linux-Tagen auch schon gesetzt, noch nicht alle, aber auch das kann man relativ leicht verbessern. Wenn ihr umleitet, zum Beispiel wenn ihr von HTTP auf HTTPS upgradet, dann gibt es so einen grauen Dings, auch da wollt ihr prinzipiell diese Header mitschicken und wer Fleißaufgaben gemacht hat vor dem Talk und alles schön gemacht hat, da sieht das dann zum Beispiel so aus. Schön ist, es gibt auch dabei jede Menge an Headern, die so Webserver mitliefern, die werden dann auch mal alle angezeigt und ihr seht, was da so alles drin. Da gibt es auch Firefox-Extensions, mit denen man dann mal das anzeigen lassen kann. Und es gibt für die Security-Header auch genaue Erklärungen, was die tun, warum man die setzen soll und was da sinnvoll ist. Wenn ihr das im Terminal mal testet und anschaut, wie schauen denn diese Header zum Beispiel aus? So eine Content-Security-Policy ist eine relativ simple Sache. Gut testen bitte, da kann man sich ein bisschen ins Knie schießen damit. Jetzt musst du aber die drei auch noch erklären, weil die haben wir noch nicht gehabt. Genau, also Content Security Policy sagt eben, von wo eine Webseite Inhalte nachladen darf. Bilder, JavaScript, CSS, Fonts und so weiter. Da kann ich dann eben sagen, Skripte dürfen von dort kommen, Bilder von woanders, Stylesheets wieder von woanders, Frames oder sonstige Dinge, das kann man dann angeben. Ist komplex und in der einfachsten Variante nämlich nur insecure Requests upgraden, also dass der Browser auch wenn HTTP verlinkt ist, implizit HTTPS draus macht, ist die einfachste Variante beim anderen. Das ist ein bisschen Aufwand zu setzen. HSTS, HTTP Strict Transport Security, da geht es darum, dass wir uns natürlich nicht darauf verlassen wollen, dass wir von HTTP auf HTTPS upgraden, sondern wir wollen dem Browser auch sagen, und bitte merke, dass du hier nur mit HTTPS aufschlagen sollst. Auch das tun alle aktuellen Browser. Und HPKP, HTTP Public Key Pinning, nachdem es überall Zertifikate gibt, kann man denen auch sagen, und hier gibt es nur Zertifikate von dieser oder jener CA. Da kann man sich wunderschön ins Knie schießen, da bitte genau aufpassen und mal mit einer Testdomain ausprobieren, wie sich das so verhält. Nicht mit der E-Commerce-Site. Nicht mit der E-Commerce-Site, genau. HTTP-Header im Terminal mal schnell selber testen, geht mit curl-i ganz einfach, minus 4 für Legacy-IP, minus 6 für IP übergeben, schaut dann zum Beispiel so aus, jetzt nicht besonders ansehnlich, ihr müsst das auch alles nicht lesen, das könnt ihr euch bei meinem Webserver so holen. Wenn ihr auf GNU-Userland steht, mit wget geht es auch, ist dann ein bisschen nerviger die Syntax. Ist das eine Frage oder bitte nicht sterben? Okay, gibt es noch ein Wasser? Habe ich hinten. Wget geht auch, sieht dann nicht ganz so hübsch aus, aber ihr bekommt auch die Info, das heißt, ihr müsst nicht extra Curl oder irgendwas nachinstallieren. Zertifikate prüfen kann man auch, da sind auch Fehler recht nervig, weil manche Browser verweigern dann die Connection, manchmal kann man das dann overriden, manchmal nicht. Da gibt es bei SSL Shopper ein sehr einfaches Tool, einfach die Webseite eingeben, und das wird euch alles nochmal ganz, ganz wunderschön angezeigt. Mit Grafiken, Management tauglich eigentlich. Ja, fast. Genau, also das kann man in Farbe ausdrucken und dem Management geben und sagen, bei uns ist alles super. Solltet ihr Speedy unterstützen wollen, weil ihr aus irgendeinem Grund noch kein HTTP2 machen könnt oder wollt, dann wäre Speedy noch sehr sinnvoll, das zu unterstützen, können auch die aktuellen Server im Prinzip. Da gibt es einen eigenen Check dafür. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn eine Webseite kein Speedy unterstützt, es ist nur eventuell langsamer. Noch besser wäre natürlich, wenn ihr schon HTTP2 macht, dass ihr Speedy komplett ablöst. Das wird euch bei dem Test zum Beispiel auch angezeigt. Es gibt noch andere Tests. Dieser ist ähnlich wie der SSL Labs Test, den wir am Anfang hier gezeigt haben. Der Unterschied, der kann auch Custom Ports, also nicht nur 443,
Das heißt, wenn ihr mal irgendwo auf einem Custom Port was zum Testen drauf tut, könnt ihr es damit auch machen. Was haben wir noch? Genau, für die Leute, die mit der Payment-Industrie zu tun haben, Payment-Card-Industrie, PCI DSS-Compliance brauchen, da gibt es einen eigenen Test dafür, der euch das dann ganz genau ausweist, mit nach welcher Version seid ihr compliant oder nicht und was müsst ihr fixen. Das hätte die Bank in Bangalore gern gehabt, ne? Ja, genau, die hätten ein paar andere Sachen auch gern gehabt. Was kann passieren, wenn man seine Webseite super konfiguriert, irgendein Browser geht nicht mehr und ihr wollt wissen, warum? Man kann auch Browser testen, also was unterstützt denn jetzt dieser uralte Browser auf irgendeinem Mobiltelefon zum Beispiel. SSL Labs hat dafür auch einen Browser-Test, den ihr machen könnt und der zeigt euch dann noch an, was der Browser kann. Das heißt, damit debuggt es sich bequem und komfortabel und vor allem auch recht schnell. Die Slides sind dann alle auch auf der Linux-Tage-Homepage, also genau, braucht es da nicht. Ja, ja, da sind dann die Links auch drinnen. Das hatten wir schon mal. Genau, und das ist auch so noch ein Beispiel, was jetzt an Elliptic Curves oder bei den Protokollen, Application Layer Protocol Negotiation H2, SPDI 3.1, HTTP, auch das würdet ihr zum Beispiel im SSL Labs Test sehen und dann könnt ihr mit dem Browser vergleichen, wenn es Probleme gibt. RC4 wurde heute schon dankenswerterweise genannt, als das ist eine Cypher Suite, die ihr nicht unterstützen sollt. Dafür gibt es ein eigenes Testtool. Es ist funktionell. Falls jemand mal ein bisschen CSS üben möchte und das denen schickt, die freuen sich sicher, um das etwas hübscher zu machen. Hier im Beispiel ein komplett gepatchter Safari von Apple. Also iOS, OS X, die machen den Krempel noch. Bei der Uni Hannover gibt es auch noch ein Tool, mit dem könnt ihr auch den Browser testen. Ganz wunderschön. Dann kann man beim Browser natürlich selbst auch nachschauen in der Config. Genau, oder die Config auch ändern. Im Firefox findet ihr das in About Config. Beim Chrome unter Net Internals. Und beim Safari gibt es nichts. Apple weiß besser, was für euch kaputt ist. Genau. Wie schaut so ein Config jetzt aus? Und haben wir noch 10 Minuten für das, was wir eigentlich erzählen wollten. Ne? Genau. Wir haben noch 7 Minuten, um euch die komplette Nginx und Apache-Config nahezulegen. Das geht sich aus. Das eine ist, wir haben da schon mal was vorbereitet. Ihr kennt vielleicht oder hoffentlich den bettercrypto.org-Guide. Da gibt es ganz, ganz viel zum, wie deploy ich TLS mit Webservern, mit Mailservern, mit allem möglichen anderen in ordentlich, in getestet. Und bald auch in abgedatet. Bald auch demnächst in abgedatet für TLS 1.3 und solche Dinge. Schaut euch das an, ist free as in Bier, Open Source Ding, gratis, Libre, alles ein österreichisches Projekt. Könnt ihr auch gerne mitmachen. Gibt es ein riesiges PDF mit ganz viel Info. So, Apache. Erzähl uns was über Apache, ich kenne mich damit nicht aus. Ein Webserver. Nein, eigentlich Apache Webserver. Apache HTTP Server, ja. Genau. Apache Webserver, wie wir im letzten Talk schon gehört haben, so ziemlich der weit verbreitete Webserver, allerdings nicht in der Version 2.4, sondern meistens in 2.0 oder 2.2, also in den fürchterlichen Versionen. Wichtiger Hinweis aus dem Apache HTTP Server Project Doku: If you're installing Apache on Windows 95, 98, ME or NT 4.0, stop. Steht noch immer in der Doku drin, finde ich ganz schön. Damit wir jetzt das alles konfigurieren können, wo wir schon gezeigt haben, wie man das testen kann, braucht man für den Apache natürlich ein paar Module. Wichtigsten Module sind einmal Mod SSL und Mod Header. Zur Farbwahl, alles was jetzt in der Farbe kommt, ist für den Apache, alles was in grün kommt, ist dann der Nginx. Also damit ihr da auch ein bisschen eine optische Orientierung habt. Wer auch schon HTTP 2 einsetzen möchte, und das wollt ihr im Prinzip, muss dann auch noch, Entschuldigung, erklären vielleicht die zwei da. Mod SSL ist eben für SSL und TLS, da ist halt, die haben halt den Namen nicht abgedatet. Und Mod Header brauche ich, um die ganzen HTTP und HTTPS Header zu setzen. Für HTTP 2 brauche ich dann noch mein Mod H2, einfach dazu nehmen. Wer noch Speedy machen möchte, es gibt auch noch ein Mod Speedy, aber wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich Mod 2, HTTP 2 und gut ist es. Aktuelle Apache-Version wäre eigentlich auch immer sehr hilfreich. 2.4.20. 2.4.20 ist die aktuellste. Gut, prinzipiell habe ich beim Apache mehrere Config-Files. Eines der Config-Files ist die HTTPD-Conf. Da sage ich ihm mal prinzipiell, dass er unter 443 für SSL zuhören soll. Wir haben ja auch wieder was gelernt, wie wir den Talk vorbereitet haben. Es gibt dann auch noch den Accept-Filter.
Damit kann ich dem Netzwerkstack, dem Kernel sagen, gib mir doch den Request erst, wenn Daten angekommen sind. Also das heißt, wenn jetzt jemand nur Verbindung aufmacht, ohne Daten zu schicken, kriegt das der Apache nicht mit, sprich hat weniger zu tun, ist gut. Beziehungsweise wenn ein HTTP-Request kommt, dann kriege ich den erst, wenn der Request komplett da ist. Das heißt, der Apache muss nicht warten, bis die Daten über die Breitbandverbindungen in Österreich beim Server ankommen, sondern kriegt erst den kompletten ganzen Request. Das gibt es für BSD, Linux und Windows, kann man das aktivieren, ist ein super gutes Feature. Das Zweite ist, ich muss dann auch in der Ports.conf wieder angeben, dass ich den Port 443 für SSL aktivieren will und dann bin ich da eigentlich schon TLS, danke, und dann bin ich da schon fertig. Für die einzelnen Webseiten, für die einzelnen Hosts muss ich dann jeweils einen Virtual Host anlegen, da gebe ich eben den Hostnamen an. Ich drehe dann einmal die SSL-Engine on, das heißt, ich habe hier wieder auch wieder den Legacy-Namen, eigentlich sollte es TLS sein, aber gut. Für HTTP 2 muss ich dann auch noch Protocols H2 angeben, das heißt, ich muss ihm explizit sagen, dreh mir doch bitte HTTP 2 auf. Und dann, was ich ihm angeben muss, sind eben die Zertifikat-Files, das heißt, die Zertifikatdateien, die ich über Let's Encrypt. Let's Encrypt mir geholt habe. Wo liegen die, wie heißen die und wie heißen die Intermediate-Zertifikate, gebe ich ihm eben über die SSL-Kommandos an. Und dann unten gebe ich ihm an, ich möchte kein SSL V2, kein SSL V3. Das heißt, da kann man schon das Statement vorbereiten, kein TLS 1.0 für heuer. Und darunter dann die Cypher Suites. Das ist jetzt eine Cypher Suite, die ist direkt aus dem bettercrypto.org Guide übernommen. Da steht das auch beschrieben, was das bedeutet und in welcher Reihenfolge. Die haben das auch für euch getestet, weil je nachdem, welches Betriebssystem mit welcher OpenSSL-Variante ist, kommt es sehr wohl auf die Reihenfolge an, weil sonst schluckt das OpenSSL bestimmte Ciphers und dann funktioniert wieder was nicht. Und dann bettercrypto.org nehmen, kopieren, funktioniert. Ganz wunderbar. Dann gebe ich ihm eben noch an, er soll eben die Cipher-Order, die ich ihm jetzt gerade angegeben habe, auch wirklich berücksichtigen. SSL-Compression müssen, wollen wir eigentlich abdrehen, weil da gibt es ein paar Probleme damit. Und wenn es ein etwas älterer Apache ist, dann muss man ihm auch noch einen Diffie-Hellman-Key-Exchange-Parameter explizit angeben. 247 oder neuer macht das jetzt schon automatisch. Quasi von alleine, ja. Genau. Das ist einmal so die basic Apache-Config, also eigentlich relativ trivial und schnell und einfach zu machen. Es dauert wahrscheinlich länger, den VI richtig zu bedienen und dann das File abzuspeichern, als das hineinzupasten. Das Zweite, was wir machen wollen, ist, wir wollen dann natürlich auch noch ein paar Security-Header setzen. Für HTTPS-Only haben wir jetzt ja schon, hat Pepe ja schon kurz erklärt, was das ist. Das wäre die Syntax dafür. Dann haben wir eben noch für HTTPS und HTTP ein paar Header, die wir setzen wollen, haben wir auch schon durchdiskutiert. Genau, so das gleiche wie vorher, nur jetzt in Pink. Dann wollen wir natürlich das bekannte Upgrade machen, das heißt, wir wollen eigentlich jede Verbindung, die über HTTP hinterherkommt, auf HTTPS upgraden. Das würde man so machen, habe ich beim Apache im Prinzip zwei Optionen, entweder mit Mod Alias oder mit Mod Rewrite, jeweils auch wieder mit den entsprechenden Syntaxbeispielen dafür. Relativ trivial auch wieder. Ja. Eine Minute. Okay. Nginx in einer Minute. Nginx gut. In einer Minute. Geht sie aus. Wir drehen noch den die Server-Tokens, wir haben ja später angefangen. Ja. Server-Tokens, ich möchte, dass sich der Server nur mit Apache meldet und nicht mit der gesamten Apache und PHP und MySQL und sonst was Versionsnummer. PHP-INI auch noch berücksichtigen, dass man das dort auch abdrehen genau, muss. Genau, das haben die Linux-Tage auch richtig gemacht. Genau. Und für den Pratchett kann man dann auch noch einen zusätzlichen Header setzen. Wer das wissen will, kommt nachher zu uns. Genau, der ist nicht security-relevant. Eine Minute für Nginx. Bei Nginx aktuell 1.10 Mainline, 1.10 Stable, 1.11 Mainline, seit ein paar Tagen ganz neuerer. Dafür brauche ich das HTTP-SSL-Modul, auch hier wieder der Legacy-Name. Es gibt ein HTTP-2-Modul, das macht dann eben H2. Die Config schaut eigentlich, so wie bei Nginx, auch ganz simpel aus. Ich habe ein Listen, wo ich ihm sage, auf welcher IP-Nummer und auf welchem Port horchen wir, wie heißt der Servername für Server Name Indication, wenn ich mehrere Hosts auf einer IP habe. Ich habe wieder Key, Zertifikate, Protokolle und die Cipher-Suiten. Es ist genau das gleiche wie beim Apache. Die Syntax ist minimal anders. Ja, aber Strichpunkte nicht vergessen. Strichpunkte bei der Nginx-Config nicht vergessen, sonst startet das Ding nicht mehr. Die Server-Cypher-Suiten sollen in einer bestimmten Reihenfolge kommen und bei Nginx kann ich natürlich auch wieder die Diffie-Hellman-Parameter angeben.
Die TLS-Compression und Speedy-Compression ist bei Nginx im Prinzip abgedreht von alleine, wenn ihr eine aktuelle Version verwendet, und ihr könnt bei Nginx sogar noch die Elliptic Curve angeben und die Buffer-Size vielleicht noch ein bisschen runterdrehen, dann wird das Ganze noch schneller. Die Security-Header habt ihr jetzt schon in 3 Farben gesehen, es sind immer noch die gleichen Header, sie schauen genauso aus. Die Config, sie heißen immer, das heißt halt add Header statt Header Add. Ganz wichtig, always, sonst bekommt ihr die Header nicht bei den Error-Seiten. Danke an diesen jungen Mann, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir einen Bug in der Config hatten. Wir sind darüber sehr dankbar. Und auch bei Nginx können wir natürlich wieder von HTTP auf HTTPS upgraden. Auch da wieder das Gleiche mit einem 301er Redirect. Die Server-Tokens drehen wir auch bei Nginx ab. Dann meldet er sich einfach als Nginx. Ohne Versionsnummer. Terry Pratchett gibt es auch da. Wenn ihr Web Application Firewalls verwenden wollt, haben wir jetzt keine Zeit mehr dafür, aber prinzipiell gäbe es die Möglichkeit für Mod Security unter Apache und Nginx. Unter Nginx gibt es dann auch noch Naxi. Da gibt es das Problem, das ist noch nicht ganz kompatibel mit HTTP 2. Ich sagte, Apache ist besser. Älter. Und ja. Als letzter Reminder. Als letzter Reminder, wenn ihr bei einem von diesen Test-Tools ein F bekommt, habt ihr Handlungsbedarf. Und zwar ganz akut und dringend. Wir sind dafür, sag ja zu A. Etwas Schlechteres als ein A sollte eure Webseite nicht mehr liefern heutzutage. Und wir haben, glaube ich, keine Zeit mehr für Fragen. Wir waren ja auch nur das Warm-up-Programm für den Talk danach. Wir haben noch Zeit für 2 Fragen. Genau. Ansonsten, wenn ihr uns irgendwo erreichen wollt, der Martin ist @Leira auf Twitter. Und der Peppi ist @McLemmon auf Twitter. Genau. Dankeschön. Danke.